Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesn-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Mad Games Tycoon 2. Das ist mein zweiter Versuch, das Video zu starten. Im ersten habe ich euch zu Via Football begrüßt. Ja, so geht das, wenn man, wie ich, so viel macht und dann durcheinander kommt. So, wo waren wir hier stehen geblieben? Wir sind dabei, einen Eventmanager zu programmieren. Es gibt ein Engine-Feature. Das können die mal machen. Die produzieren Konsolen und bringen ganz gut Geld ein. Wir gucken gerade nochmal in die Bank. Wir sind alle Schulden los. Das ist auch gut. Lass ich die Zeit mal wieder laufen. Wie gesagt, die verdienen Geld, die machen Aufträge, die entwickeln ein Engine-Feature, was wir dann ja als Engine oder in die Engine auch wieder einbauen müssen. Das Weihnachtsgeschäft schlägt auch noch zu, das heißt, wir haben mehr Umsatz an den Automaten oder es werden mehr Automaten gekauft. Das ist aber komisch, dass Automaten zum Weihnachtsgeschäft mehr gekauft werden. Schenken die Leute sich Arcade-Automaten? Ergibt für mich wenig Sinn, aber gut. Ja, man hat mir schon geschrieben, ich hätte einen großen Fehler gemacht und würde jetzt wieder irgendwie in irgendwas reinrennen. Und keine Ahnung. Also ich habe das nicht so ganz verstanden, was mir derjenige sagen wollte. Er hat mir auch dummerweise nicht mehr drauf geantwortet, weil ich eigentlich wissen wollte, was er mir sagen will. Weil vielleicht mache ich ja wirklich einen Fehler und habe ihn noch nicht so wirklich wahrgenommen. Dann könnte man mir ja mal einen Hinweis hinterlassen, aber einfach zu sagen, du machst einen großen Fehler, aber edgy-badgy, ich verrat's dir nicht, das klingt für mich so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Dann schreib mir doch mal, was mein Fehler war. So, wir verdienen Geld, wir haben 253.000 und wir verdienen ja weiter. Noch verkaufen wir die Geschichten hier. Tetris sackt langsam ab, hat aber auch 200.000 verdient, wir sind die Schulden los. Es geht ganz gut voran. Wir versuchen Geld zu verdienen mit Spielen. Als erstes machen wir jetzt hier mal die Engine-Entwicklung. Also ich weiß nicht wirklich, wo mein Fehler liegen soll. Ich habe mir eine Strategie überlegt, die ich hier ausprobiere, die ich hier spiele. Und ja, wenn die schief geht, dann geht es so schief. Dann müssen wir halt wieder starten. Ja? Dann wissen wir, dass es so nicht funktioniert. Aber bis jetzt, keine Ahnung. Läuft's doch eigentlich? Oder sehe ich irgendwie was falsch? Auftragsarbeiten. Was haben wir denn da alles? Ich würde gerne mal ein B-Plus-Spiel machen, weil das richtig Kohle bringt. Aber das sollte dann schon was sein, wo ich sage, das passt. Also ich habe noch nie ein Strategiespiel gemacht. Wenn ich jetzt ein Strategiespiel mache, was keine 20% bringt, dann kriege ich das Geld nicht. Dann lege ich drauf und zwar mehr drauf als jetzt. Weshalb ich es nicht tue. So, wir gehen mal ins Spiel entwickeln. Wir könnten einen Port von Tetris 2 machen. Ne, eigentlich müssten wir, glaube ich, Pac-Man 2 entwickeln, ne? Irgendwas war doch da. Fortsetzung. Pac-Man 2. Ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz gute Geschichte. So. Das passt alles, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das passt, ja, weil wir haben ja noch keine Abteilung, die das genau rausfindet, ob das passt oder nicht passt. Wir machen es auf jeden Fall mit unserer Engine. Und ich muss mal gucken, welche Dev-Kits es gibt, wo die Leute wirklich viel machen. Also hier haben wir 1 Million.
Eine Million User. Sollten wir mitnehmen, glaube ich. Wir gehen hier auf aktive Nutzer. Das Ding, das Ding, das Ding. Und weil wir es haben, nehmen wir das hier auch noch mit. Damit decken wir 99% der Computer und 76% des Konsolenmarktes ab. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Hier haben wir die neuesten Features drin. Wir machen alle Sprachen. Und jetzt geht's wieder los. Wir brauchen von Pac-Man Feedback. Besseres Level-Design, bessere Innovation, einsteigerfreundlicher. Besseres Level-Design, einsteigerfreundlicher. Was war das andere? Mehr Innovation. Okay. Höhere Spiellänge. Und das war's schon. Ja, also was definitiv dann wahrscheinlich runter muss, ist Story. Das nicht, Spieltiefe. Haben die schon mal was irgendwo zum Missionsdesign gesagt in irgendeinem Ding hier? Ja, Missionsdesign meckern sie nicht mehr, haben wir wohl erreicht, ne? 7er Missionsdesign, 8er Leveldesign. Haben die schon mal was zu Charakterdesign gesagt irgendwo? Keine Ahnung. Wir probieren es so. Es kann nur schief gehen. So, und 9 von 10 Features. Ja, wir haben schon wieder hohe Entwicklungskosten. Also wir gehen schon wieder so mit 80.000 gehen wir jetzt schon wieder in die Produktion rein. Zum Glück nähern wir uns hier einem gewissen Optimum und nehmen einen gewissen Hype und alles mit. Wir hoffen, dass das Spiel jetzt besser wird. Also wir müssen halt Geld verdienen. Das hört sich banal an, aber wenn wir Kohle verdienen, können wir andere Gebäude kaufen. Wenn wir andere Gebäude kaufen, können wir weiter ausbauen. Wir wollen weiter ausbauen und zurzeit wollen wir halt nutzen die Möglichkeit, dass wir an diesen Konsolen halt entsprechend gut verdienen. So, und da geht der Tetris-Port vom Markt. Das war scheinbar von Konsole auf PC geportet. Das war also gar keine... Ja... Und da haben wir 213.000 dran verdient. Die nehmen wir doch gerne mit. Die haben wir wieder. Gibt's hier was Neues? Nicht wirklich. Also wir haben jetzt schon wieder 190.000, fast 200.000 haben wir wieder zusammen. Wir verkaufen noch Spiele, die jetzt zwar ein bisschen einbrechen, aber die sich halt immer noch verkaufen. Und wir haben das hier schon durchfinanziert. Das heißt, wenn das jetzt auf den Markt kommt gleich, dann ist es ja schon bezahlt. Das heißt, ab dann machen wir ja schon Gewinn und wir haben 60-80%. Ich würde sagen, wir gehen wieder zu unserem Publisher, der funktioniert ja ganz gut. Ich bin der festen Überzeugung, wir könnten einen besseren finden, wenn wir die Bugs nicht hätten. Muss mal gucken, dass wir irgendwie noch ausgebaut bekommen. So.
70% ist, also 70% ist doch schon ganz gut. So, dann unterbrechen wir gleich und machen hier ein kostenloses Add-on für das Spiel, weil wir müssen die Bugs rausmachen. Das kostet ein bisschen was, aber Gott, wir müssen da einfach durch. So, wir steigern die zwei Sachen noch, dann haben wir einen 4000 Dollar Patch, den wir jetzt direkt zum Release rausbringen. Wir verkaufen das schon ganz gut. Erste Kohle ist schon eingenommen. Jetzt haben wir Sachen beseitigt. Jetzt müssten die positiven Reviews eigentlich durch die Decke gehen. Tun sie aber nicht, sondern die negativen. Versteht das mal einer? Wir verkaufen mehr, aber die Bewertungen sind schlechter. Wir machen noch ein Update. Ich weiß ja auch nicht. So, Pac-Man 2. Wir machen alles besser. Keine Ahnung. Besten Willen. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Also wir verdienen so gut, dass wir uns ein großes Update leisten können. So, und dann sind wir trotzdem im Gewinn. Und jetzt soll es langsam umschlagen. Und wir haben schon die Möglichkeit, kostenpflichtige Add-ons zu machen. Und ich würde sagen, wir entwickeln dafür gleich mal eins. Bunte Geister. Alles neu für 48.000 oder so. Ich weiß ja auch nicht. So, und neue Features gibt's nicht. So, mal gucken, ob das funktioniert. Wir hauen das Ding raus, oder wir produzieren das Ding und dann hauen wir das Ding raus und hoffen ganz einfach, dass wir damit auch nochmal Geld verdienen, entsprechend den Abverkäufen, die wir auch hier haben. Das wäre halt schon Bombe. So, und wir sind schon bei 300.000 angekommen. Wir wollen das Ganze dem Entwickler geben. Also dem Publisher geben. Und wollen dann im direkten Umkehrschluss, es gibt sogar eine 71er Bewertung, wollen dann im Umkehrschluss direkt dafür ein kostenloses Update machen, wo wir die Bugs wieder rausnehmen. So, und dann können wir auch nochmal ein großes Update nachschieben oder gleich mitmachen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann ankommt bei den Fans. Ja, noch nicht ganz so prickelnd. Mal schauen. Dem Spiel hat es geholfen, dass es ein Add-on gibt. Mal gucken, was das Add-on selbst macht. So, wir gucken hier. Wir verkaufen nur noch 4. Das ist mir ein bisschen wenig. Dann gehen wir mal hier in die Entwicklung. Und porten ein Spiel. Und zwar Pac-Man 2 porten wir auf den Spielautomat. Also wir schlachten das voll und ganz aus. Ja, das ist mein Ziel, möglichst viel Kohle machen mit einem Spiel, was gut funktioniert. Und dann sollte das schon irgendwie aufgehen, das Ganze. So, wir packen wieder alles rein. Sind jetzt nur noch 5 Sachen, weil die anderen, die fallen weg, beziehungsweise braucht man nicht. Und das kostet dann nur 54.000 und ist dann Spielautomat, den wir einsetzen können für den alten Pac-Man, wo wir nur noch 4 Automaten verkaufen. Und wir nehmen den Hype von dem Spiel am Markt mit. Und jetzt geht auch hier ein kräftiger Umsatz, es geht voran. Wir haben viele positive Bewertungen, auch hier hat es gedreht. Ja, wir verdienen unser Geld. Das ist das Wichtigste. Wir müssen irgendwie wieder auf 500.000 bis 1 Million kommen. Mit dem Team, was wir jetzt haben. Und dann arbeiten wir gewinnorientiert. Und wir haben hier... Ich spiele doch auf Legendär, oder nicht? Wieso ist denn das so billig? Alter, mach mich nicht schwach. Ich habe doch Legendär eingestellt, oder nicht? Habe ich deshalb so gute Abverkäufe, weil das gar nicht Legendär ist?
Pause. Pause, Pause. Wie komme ich denn ins Menü? Hier. Schwierigkeitsgrad legendär, Geschwindigkeit langsam. Warum ist das Gebäude so billig? Kostet 10 Millionen. Okay, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wir können dann wohl bald das Gebäude kaufen. Ich habe das Gebäude gekauft, oder? Alter, was mache ich denn? Ich mache hier einen Fehler nach dem anderen. Habe ich gerade das Gebäude gekauft für 2 Millionen? Holy fuck, das war nicht meine Absicht. Oh, Scheibenkleister. Habe ich das gerade... Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Habe ich das gekauft? Ich wollte das Fenster schließen und habe OK gedrückt. Oh Gott, es wird immer übler. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Wieder mal. Wir haben nur eine Möglichkeit. Oh Scheiße, das geht voll nach hinten los. Es war nicht meine Absicht, das zu kaufen. Ich habe mich verklickt. Ich kann es nicht rückgängig machen. Entwicklung fortsetzen erstmal. Ich muss mich erstmal orientieren jetzt. Kann ich das Gebäude irgendwie wieder verkaufen? Kriegt mein Geld wieder? Nö, gekauft ist gekauft. Ja, leck's mir am Ärmel, ey. So, wir machen hier nur noch 3. Ich glaube, wir nehmen das vom Markt jetzt. Spiel vom Markt nehmen. Wir nehmen Pac-Man vom Markt. Wir brauchen Kohle. Das war jetzt aber... Oh Gott, Scheibenkleister. Ich bin gerade richtig durch. Ohne Scheiß, ich bin gerade richtig durch. Ich habe gerade einen richtig dicken Fehler gemacht, der das Spiel kosten kann. Gibt nur 61% der Port, wieso das? Wegen dem Bugs-Update. Wo ist denn der Port? Da. Wir müssen die Bugs rausmachen, und zwar so schnell wie es geht. Und dann schieben wir noch so ein Update hinterher. Das kriegen wir da auf jeden Fall finanziert. Sehr schön. Noch vom ersten Verkauf haben wir es durchgebracht. Und wir haben 23 Geräte. 23 Geräte, das sind schon mal 11.000, die wir wieder reinkriegen. Das heißt, wir verdienen ja hier viel schneller Geld. Aber wir müssen so viel Kohle verdienen. Mir ist gerade hart stehen geblieben, wie ich gesehen habe, dass wir so viel Schulden haben. Wir haben Spin-offs freigeschaltet, das ist auch gut. Ich habe das Gebäude gekauft. Ich glaub's einfach nicht. So, wir haben 1978 eine 500.000 verdient. 1977 hatten wir 96.000, 1978 hatten wir 500.000. Ich wollte jetzt 1979 mit 1 Million abschließen. Und kaufen Gebäude.
Für 2,7 Millionen. Das war so nicht gewünscht. Ich habe jetzt aus Versehen einen Kaufvertrag unterschrieben. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Mir fällt da nichts mehr ein zu. So, die Konsole verkaufen wir komischerweise relativ gut dafür, dass sie so einen schlechten Prozentwert hatte. Ich hoffe, die Qualitätssicherung wird bald fertig. Wir bauen jetzt massiv auf. Wir gehen in die Vollen. Wir müssen auch mal gucken, ob wir Überzugszinsen bezahlen, die höher sind als ein Darlehen. Wir müssen jetzt in die Vollen. Ich kann es nicht halten. Scheibenkleister. Das war genau das, was ich nicht wollte. Deshalb regt es mich gerade. Ich reg mich gerade über mich selbst auf. Wirklich. Ich sag nicht gern Scheiße. Aber das war eine große Scheiße. Vor allem, ich bin jetzt in kolossalem Zugzwang, ne? So, ich krieg 4 Tische da rein. Die Frage ist, ob da auch 4 Leute arbeiten dürfen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir stellen noch einen Mülleimer hier irgendwo hin. Alter, großer Fehler. Das darf mir im realen Leben nie passieren. Übrigens, apropos reales Leben. Ich habe heute um 13 Uhr die Veröffentlichung meines nächsten Videos. Also ich will jetzt anfangen, auf dem anderen Kanal Gas zu geben. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Und will mal gucken, dass ich das da hinkriege. So, wir gucken aber jetzt gerade mal hier rein. Überfüllt ab 4. Also kann ich eigentlich einen Schreibtisch rausnehmen. Mir geht's gerade ganz anders. Ich bin gerade am Überlegen, was ich tun könnte. Was ich tun könnte, um ganz schnell die Kohle zu verdienen, die wir jetzt brauchen, weil die Bank wird das nicht lange mitmachen, da bin ich mir sicher. Aber auch ein Drama, dass ich das Gebäude nicht einfach wieder abstoßen kann. Oder ich zumindest nicht weiß, wie. Ich habe auch noch einen Fehler gemacht. Jetzt summieren sich die Fehler. Jetzt wird's kritisch. Jetzt summieren sich die Fehler. Immer kritisch, wenn sich Fehler summieren. So, wir gucken, ob wir auf dem Arbeitsmarkt jemanden finden, der Spiele testen kann. Die stellen wir mal ein, du kommst hierher, du kannst direkt mal anfangen, Spieleberichte zu erstellen. Okay. So, los geht's. Wir können es uns nicht leisten, auf eine Messe zu gehen. Versucht den Laden zu retten.
Wir müssen Geld verdienen, und zwar nicht wenig. So, wir müssen mal in die Finanzen, die Monatsfinanzen reingucken. Finanzen, Monatsbericht, Monatsbilanz. So, Baukosten, Inventar, Forschung, Mitarbeiter, Produktionskosten, Sonstiges. Was ist Sonstiges? Mal alles zunichte. Kolossaler Fehlkauf. Mehr sage ich dazu nicht. Mir geht's gerade alles andere als gut. Mir geht's gerade alles andere als gut. Aber es sieht so aus, als ob wir keine Zinsen zahlen, und das ist schon mal positiv. Das heißt, wir können uns runterarbeiten. Wenn keine Bank auf die Idee kommt, uns jetzt gleich eine Frist zu stellen. Welche Genres haben wir? Action wäre, glaube ich, gerade mal gucken, Action ist sehr grafiklastig, nicht gut. Brauchen Genres, die Gameplay-lastig sind. Okay. Gibt's ein Auftragsspiel? B+15%. Denkspiel waren wir schon ganz gut dabei. Wir versuchen's. Denkspiel kommt Quizshow gut. Mir geht's nicht gut gerade. Mir schlägt das Ganze etwas auf den Magen. Wieso ist Tetris 2 schlechter bewertet? Wenn ich mehr Einstellungen in die richtige Richtung gemacht habe. Das würde ich gern mal wissen. Es ist mir scheißegal, wir machen jetzt einfach. Ich brauche Geld. Alles deaktivieren, nur Deutsch rein. Das ist wohl schon bekannt. Das stellt er schon ein, wenn ich hier draufklicke, aber den Rest stellt er nicht ein. So, wir kopieren von Tetris. Die Designeinstellungen. Die sind mit Sicherheit nicht gut. Die müssten rein theoretisch sogar besser sein. Wie auch immer. So,
Das hilft. Und wir haben, glaube ich, eine Konsole. Konsolen brauchen Controller-Support. Du bist eine Konsole, oder? Controller-Support benötigt, genau. Den Rest sparen wir uns. Wir wollen ja Geld verdienen. So, dann hauen wir mal rein und ich guck mal schnell, ob wir noch auf dem Arbeitsmarkt noch einen Game-Tester finden. Alter, es gibt aber auch keine Leute hier. Da sollen wir die Automatisierung beenden. Sollen wir schnell das Bugfixing betreiben, dass wir da wenigstens ohne Bugs auf den Markt kommen. So, wie sieht's hier aus? Wir machen Tetris 2 nur noch 5 Konsolen. Hier unten verkaufen wir besser. Wir schaffen uns langsam runter von den Schulden. Wir haben noch Bugs drin. Wir haben ja auch noch Wochen Zeit. Der soll mal hinmachen jetzt. Wo ist er denn? Hallo, ist da noch einer oder bist du in Urlaub? Ja, wir haben noch einen Spieletester, aber der kostet. Boah, kostet. Da läuft wenigstens ein Balken hoch. Bei dem läuft ja nicht mal ein Balken hoch. Ich hab das Gefühl, der macht gar. Da kommt er auch. Da kommt er gelaufen. Der geht. Der soll Bugs wegmachen und geht in Pause. So, wir geben das Spiel ab. Wir haben 36%, wir haben 20 gebraucht. Abgabetermin haben wir eingehalten, das gibt sehr guten Ruf. 15% war die Mindestbewertung, dafür kriegen wir 207.000. Wir machen 87.000 Gewinn. So, und genau so spielen wir das Spiel jetzt weiter. Auftragsarbeit. Super, da sind sie weg, die B-Plus-Dinger mit Geschicklichkeit, die ich machen wollte. Bist dumm gelaufen. So, wir machen hier die Aufträge. Das Ding haben wir erforscht. Geht zum Glück noch keiner auf den Nerv. Also, was ich hier drüben vorhab, jetzt aufzubauen, ist einmal eine weitere Werkstatt. Wie groß waren die hier unten? Waren die 4x6? Die waren 3x6. So, wir machen erstmal eine weitere Werkstatt auf. Und zwar hat das den einfachen Grund, das Einzige, womit wir momentan richtig gut Geld verdienen können, ist mit Boards. Wir sind auch keine 6, das sind nur 5. Ich habe den Raum hier viel zu groß gemacht. Na gut, können wir 4 einstellen. Wieso musste dieser Fehlkauf passieren von diesem Gebäude? Ich meine, es ist gut, dass wir das Gebäude haben, aber jetzt muss ich die Schulden loswerden. Jetzt kann ich nicht so arbeiten, wie ich arbeiten wollte. Ich wollte natürlich wachsen. Ich wollte bootstrappen, mit Geld, was ich habe, Investitionen machen, die mir mehr Geld bringen. Jetzt habe ich Schulden und muss jetzt mit den Schulden mehr Geld machen. Und das ist was, das, also sowas mag ich überhaupt nicht. Das, sowas kotzt mich an, wirklich. Ich meine. Und warum? Weil ich irgendwie irgendwas drücke, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass das. Ich wollte das nicht. Versteht ihr? Ich kaufe doch nicht. Ich habe mich verklickt und mache mit einem Fehlklick die Bestätigung für einen Kauf, der 2,7 Millionen oder 2,3 Millionen gekostet hat.
Das ist doch ein schlechter Witz. Sorry, das ist ein schlechter Witz. Da muss doch eine Abfrage kommen. Möchten Sie wirklich dieses Gebäude kaufen oder sowas? Sie können dann einfach 2,3 Millionen, 2,7 Millionen von meinem Konto abbuchen und können dann sagen, Edgy Badgy. Also das finde ich ein bisschen hardcore, muss ich ganz ehrlich sagen. So, auf jeden Fall können die jetzt auch schon Konsolen machen. Haben wir irgendeine Konsole, die sich nicht mehr, also so ein Automat, der sich nicht mehr so gut verkauft? Ich glaube, die können mal Tetris 2 oder so übernehmen. Dann kann der Tetris 2 gemacht hat, der kann die Aufgaben mal abbrechen. Der kann sich dann gleich ums nächste Automatenspiel oder so kümmern. Da sind überall nur 2, sehe ich gerade. Dann spielt es eigentlich, dann macht es überhaupt keinen Unterschied. So, die sollen Spielberichte erstellen. Und der kann den mal unterstützen dabei, Spieleberichte zu machen. Und der kann den mal unterstützen, dass die auch eine Aufgabe haben. Ja, ich muss, ob ich will oder nicht, jetzt bauen. Hört sich verrückt an, aber ich muss, ob ich will oder nicht, jetzt bauen. Ich werde das alles umbauen müssen irgendwann. Ich sehe das schon kommen. Das ist alles nicht so, wie es sein soll. So, ich klatsche da einfach 3 Tische rein. Die sollen für den Anfang reichen. Dann packen wir da irgendwo einen Mülleimer noch dazwischen. Ich mache mal das Snapping aus. So, das hier hin, das dahin, das dahin. Die Uhr hier drüber. Teppich. Ein Teppich. 2 Teppich. Das müsste da drin eigentlich jetzt alles perfekto sein. So, dann suchen wir uns da ganz schnell mal einen Büromensch. Also einen wie mich. Bin ja eigentlich Büromensch. Dann nehmen wir einfach den, der ist der billigste. Und dann starten wir hier den Kundensupport. Dann gucken wir mal, ob der das schafft, den allein abzuarbeiten. Also der kommt ganz gut voran. Wir gehen jetzt, ob ich will oder nicht, wir müssen jetzt massiv wachsen. Ganz massiv. Ja, super, da kommt die Bank. Geld, was ich jetzt aufnehme. Also ich werde jetzt so lange wie es geht warten mit Geldaufnahme, dass wir so wenig wie möglich Geld aufnehmen können, dass ich an den Zinsen nicht verreck. So, der sorgt dafür, dass hier der Stapel abgebaut wird und dass unsere Fans sozusagen, noch gute Chancen haben. Ich brauche B-Plus-Titel mit Sachen, die ich kann. Das kann ich nicht. Da weiß ich nicht, ob ich 20% hinkriege. Okay, ich muss mir Gedanken machen. Ich muss mich neu ausrichten, was wir jetzt als nächstes produzieren wollen. Die Sachen fangen schon langsam an, wieder abzuflachen. Wir machen weniger Umsatz. Wir haben ganz gut verdient. Wir haben schon, ich glaube, über 700.000 haben wir schon runtergeschraubt von unseren Schulden. Ich glaube, wir sind mit 2,3 Millionen, also wir hatten ein Guthaben von 500.000 und haben dann 2,3 Millionen Schulden gehabt und sind jetzt nur noch bei 1,95 Millionen Schulden. Und ich muss jetzt gucken, was ich jetzt für Titel entwickle. Wir haben jetzt 3 Automatenwerkstätten. Das heißt, ich kann 3 Automatenspiele machen, die ich auf dem PC portiere, so nach dem Motto, und auf Konsole. Das heißt, und dann kann ich für die Sachen sogar noch Add-ons machen. Ja,
Wir haben die Verdienstmöglichkeiten und wir sollten sie nutzen. Und das Schöne ist, dass für diese Geschicklichkeitsspiele, für die gibt es bei mir ja keinen Malus. Also das heißt, ich kann so viel Geschicklichkeitsspiele machen, wie ich will. Meine Fans werden es feiern, weil es mein Spezialgenre ist. Und wenn wir uns hier dem nähern, wo wir hinwollen, im perfekten Geschicklichkeitsspiel, dann kann ich praktisch eine Abteilung immer Geschicklichkeitsspiele machen lassen, die dann in Automatenspiele umgewandelt werden und die werden sich verkaufen wie bekloppt. Weil die Leute da einen Hals nicht voll kriegen von. Also unsere Fans zumindest. Ja? Und auf der Schiene müssen wir jetzt reiten. Also wir müssen versuchen, die 1,9 Millionen Schulden loszuwerden. Ich hoffe, dass ich das bis 1981 geschafft habe. Ich weiß gar nicht, wie sieht es momentan aus? Wir gucken gerade nochmal in die Finanzen rein. Ich bin eigentlich guter Dinger, ja, weil, so, die Jahresabschlüsse. Wieso waren die vorher nicht dabei, bei den Jahresabschlüssen? So, Monatsabschlüsse. Wir machen eigentlich, seit wir den Fehlkauf gemacht haben, Gewinn, Gewinn, wenig Gewinn, aber immer noch Gewinn und wieder Gewinn. Ja, wir müssen mal reingucken. Die Jahresbilanz sagt aus, wir haben bis jetzt 2,2 Millionen über Spiele eingenommen. Das sind über 400.000 mehr als im letzten Jahr. Außerdem haben wir noch ein Auftragsspiel gemacht, was gut Geld gebracht hat. Und Auftragsarbeiten, die gut Geld gebracht haben. Das heißt, hätten wir diese Position von 2,7 Millionen nicht, hätten wir unseren Gewinn hier schon auf 900.000, fast eine Million hochgepusht. Und wenn es mir weiter gelingt, dass ich mich verdoppeln kann, dann, ja, dann haben wir eine gute Chance, das loszuwerden. Wir haben noch 12 Monate Zeit, die Schulden loszuwerden. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich verklickt. Es ist mir so peinlich, dass ich mich verklickt habe, aber ich habe mich verklickt. Gut, ich bin hier erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und drückt mir die Daumen, dass alles gut geht. Da oben, das habe ich wie Kraut und Rüben eingerichtet. Da unten, das habe ich wie Kraut und Rüben eingerichtet. Ich glaube, wir müssen die ganze Firma irgendwann umbauen, wenn wir uns saniert haben, weil ja, aber es ist einfach, es ist, warum habe ich mich nur verklickt? Mehr sage ich nicht. Ich bin raus. Macht's gut. Bye-bye.